herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist wieder Zeit für Dark Souls 2 mit Wilbald. Eine etwas längere Pause liegt hinter uns und ich habe natürlich wieder alles vergessen. Aber ey, das ist überhaupt nicht schlimm, denn ich werde mich schon irgendwie daran erinnern, was so passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe versucht, ein bisschen was hier zu fixen. Ich rutsche mal ein bisschen näher ran. Ein bisschen den Ton zu verbessern, ein bisschen die Kamera zu verbessern. Ein bisschen was habe ich vielleicht noch rausholen können hier aus meinen Möglichkeiten. Komm, wir gehen mal direkt wieder ins Spiel. So, zack, da sind wir auch schon. Ist das okay so? Guck mal, hier ist so ein kleiner Knubbel, da seht ihr das? Jetzt ist er weg. So ist besser, oder? Ohne Knubbel ist besser. Stehe mich auch vielleicht ein Stück rüber so. So, so besser, Leute. Was meint ihr? Sieht ganz gut aus, ne? Man ist ja sein eigener Herr hier. Okay, also ich erinnere mich natürlich noch an diese Stelle. Ich bin nämlich von da hinten gekommen und habe, das habe ich in den Comments gelesen, auch auf dem Weg ein Bonfire übersehen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich habe, glaube ich, in diesem Gebiet ziemlich viel gemacht, in dem das Bonfire lag, das ich übersehen hatte, sodass es vielleicht einfach nicht so schlimm ist, weil ich da vielleicht auch gar nicht mehr hin muss. Ich weiß es nicht. So, aber diese komischen Typen hier umzingeln dieses Bonfire. Ich habe 54.000 Seelen. Lass mich mal eben checken. Ja, ich mache mal ein Level up. Ich fahre mal einmal noch mit Jula. Und in der Zeit plaudere ich ein bisschen mit euch. Ist ja wirklich eine lange Zeit vergangen. Über 2 Wochen. Ich habe gelesen, ich muss noch einmal diese komische, wie heißt die, diese Zauberin, Nadalias Seele noch einmal vernichten. Das machen wir auch noch. Wie ich dahin komme, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich habe irgendwo gelesen. Ja. Ich hoffe, das kriege ich gebacken. So, pass auf. Aufsteigen. Was machen wir denn nochmal? Was wollte ich denn überhaupt nochmal machen? Hatte ich mir irgendwas vorgenommen? Komm, machen wir nochmal ein bisschen Vitalität. Tada! So, 15.000 Öcken. Dann, warte mal. 15.000 Öcken, ja, das ist ein bisschen viel, fast 40.000. Ja. Ein paar Pfeile. Wie sieht's aus mit Pfeilen? Nur Pfeile. Und 39 Feuerpfeile. 46 Eisenpfeile. Das sieht ja noch ganz gut aus. Kaufe ich mir irgendwann anderes. Muss ein bisschen die Kohle loswerden hier. Jetzt verliere ich die am Ende. Dann holen wir uns nochmal hier. Machen wir mal die großen Steinchen da. Komm, hier von den großen. Und 18 von den kleinen. Kann man immer gebrauchen, Leute. Was? Die hat gar nichts mehr. Wie jetzt? Das war's? Mehr hat die nicht im Angebot? Doch. Was hab ich denn? Kann nicht mehr davon tragen. Ach, was? Das ist ja lustig. Na gut. Wie werde ich denn hier mein Geld noch los? Was kaufe ich mir denn Feines? Ein paar Brandbomben vielleicht. Euch Brandbomben brauche ich nicht, ne? Ach komm. Spare ich mir. Vielleicht finde ich ja unterwegs einen Händler oder sowas. Genau, also. Was habe ich überhaupt ausgerüstet? Giftbissring. Weiß ich auch nicht mehr. Das war wahrscheinlich noch vom letzten Abenteuer. Ach, den muss ich reparieren. Ah! Oh, zum Glück habe ich nochmal nachgeguckt. Ein bisschen Geld übrig behalten. Mit voller Absicht. So, reparieren. Boah, 5000. Oh, Alter, Schwede. Das hat die geahnt, die Händlerin. Deswegen hat die mir extra keine mehr vertickt. I'll be around, if you make it back. Oh, gut für mich. Okay, dann nehme ich nämlich erstmal den dritten Drachenring, der natürlich viel besser ist, wie ihr seht. Und, dann nehme ich den weg und mach den hier. Körperliche Abwehr ist auch ganz gut. Boah, ist so laut hier. Bei mir ist es bei euch auch so laut gerade. So. Bisschen leiser. Okay, alles klar. Warte, was macht der hier eigentlich nochmal? Erhöht maximale Belastung. Ah, okay. Der auch.
Da ist mich aber richtig gut unterwegs hier. 47,8. Naja, dafür, guck mal, was ich alles dabei habe. Wiegt so wenig, das ist doch schon okay. Alles klar. So, dann. Bear until hope has fully. Man merkt mir an, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Reisen. So, pass auf. Und zwar, da wo wir gerade waren, das muss ja hier unten irgendwo sein. Genau, das ist da. Und jetzt weiß ich nicht mehr so hundertprozentig genau, ehrlich gesagt, wie ich zu dieser Seele da komme, die ich noch machen wollte. Warte mal. Der Schmelzerthron. Das war da beim, bei diesem Nebel, wie heißt er, bei diesem, wie heißt er denn noch? Nebelritter oder wie hieß der? Irgendwie so. Irgendwo da in der Nähe. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich werde das nochmal in Ruhe ausprobieren. Aber bevor ich mich jetzt hier tot suche, werde ich erstmal zurückreisen, wo diese Riesenviecher sind. Da geht es ja auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Und danach, Leute, schaue ich mal, ob ich irgendwie an diese Nadalia rankomme. Denn das ist, glaube ich, die letzte Seele, die mir noch fehlt. Wo sind denn die Leute hier? Ah, da kommt er um die Ecke gewatschelt. Okay. Dann sind noch Items. So, jetzt kann ich in aller Ruhe, ohne Angst haben zu müssen, mal hier alle platt machen. So, was ist denn mit dir? Kannst mal, komm mal zu dir. Oder kommst du zu mir? Eieiei. Gleich schnappt er. So, komm her. Was ist denn für ein Spielchen? Ah, er schnappt! Au, hab ich erwischt. Okay, ich meine, man muss geduldig sein, ne? Man darf nicht zu gierig sein, sonst ist man irgendwann tot. Ich will ja mir hier eigentlich mal alles in Ruhe angucken. Deswegen muss ich die ja wahrscheinlich alle mal platt machen. Hier sind ja überall Items noch. Ich lock den mal an hier. Luise! Wir den mal in die Flanke da. Fällt ihm gar nicht. Aber sieht mich nicht. Ich weiß nicht, oh ja, schön in die Nüstern rein. Boah! Ei! Oh, das war knapp. Was ist das denn? Voll explodiert. Schön so eine Scholle hier. Ich will vermeiden, dass ich in eine Situation komme, wo auf einmal zwei gegen mich kämpfen, weil dann wird es wahrscheinlich ungemütlich. Aber hier ist, glaube ich, nur hier. Fritz ist nur noch da. Hallo Fritzi. Schöne Zähne hast du auf jeden Fall. Das muss man dir echt lassen. Oh. Aua. Einfach aufgefressen, ausgespuckt. Ei. Ei. Hier aufpassen. Schnapp, hat er mich gefressen. Da wirken die so harmlos. Von wegen, nichts ist harmlos hier in diesem Spiel. Da gibt's harmlos nicht. Komm her hier. Herbert, komm. So. Verwemmt. Naja. So
Eieieiei. Oh, fossilen Drachenknochen. Sehr schön. Ich esse mal Menschlichkeit. Was soll der Geiz? Wo habe ich das denn? Ganz unten, ne? Ich muss irgendwann mal Menschlichkeit farmen gehen, glaube ich. Ich hatte so viele, da habe ich ja in diesem blöden Gebiet alles verloren. So. Hier, komm her. Nächster Boy. Ja, nur du jetzt, nur du. Ne? Aber ihr wisst ja, wie das läuft. Ein Fehler, einmal aufgesnackt. Seele eines großen Helden. Da hinten liegen ja noch meine eigenen Seelen rum. Sind ja nicht allzu viele, aber hey, guck mal, wie der da so über diese Seelen wacht. Meins. Meins. So, mein Freund. Schnell. So. Man muss sich ruhig in Ruhe filetieren. Man darf nicht unter Zeitdruck geraten bei diesen Biestern hier. Okay, hier ist noch ein schönes Item. Eine getrocknete Wurzel. Leckere getrocknete Wurzel. So, da hinten geht's weiter. Aber mein Ehrgeiz diktiert mir selbstverständlich, dass ich den Rest hier auch noch mache. Naja, verstehe dich. An seiner Stelle wäre ich auch sauer. Au! Er ist in meine Klinge reingejumpt. Da war ich fast wieder ein bisschen ungeduldig. Was haben wir denn hier? Oh, der Arme. Hurra für dahinter, was? Das wollte ich gar nicht drücken. Menschenbild. Also, ist hier irgendwas hinter? Das werde ich natürlich jetzt untersuchen. Ist doch gar nichts. Message. Ist doch nix. Also hier kam ich her, ne? Damals. Ja. Da kam ich her. Ich erinnere mich. So. Nächster Dickmops. So. Der letzte? Deine Art. Paddelfüße. Oh, er schnappt nach mir. Oh, da ist er. Ei, au. Darf ich nicht unterschätzen. Die Heinis. So. Was sieht der Drachenknochen? Ja, das ist doch gut. So, ich glaube, das waren alle. Ihre Spezies ist komplett ausgerottet. Und Respawn ist natürlich in solchen Situationen echt von Vorteil, ne? Stellt euch mal vor, die Dinosaurier hätten so einen Respawn. Oder Mammuts. So, sind hier noch irgendwelche Items? Ich habe bestimmt eins übersehen, was ich mich kenne. Jetzt hier einmal herum schon, ja, ne? Was Geiles noch zum Essen? Nee. Sieht das gleiche aus hier, ist ja fürchterlich. Na gut, ich glaube, ich habe alles. Wenn nicht, nicht so schlimm. Wenn ihr jetzt in den Comments schreibt, ah, oh, Nils,
Dovian Hussan, der Einegge noch das übersehen. Das war doch nochmal eine getrocknete Wurzel. Ja, dann ist das halt so. Dann komme ich halt nochmal hier zurück. Mach das. Oh, hier ist schon wieder Tiefsee, oder? Er täuscht das. Nee, nee. Oh, fürchterlich. Irgendwas Weißes leuchtet da hinten. Was ist denn das? Eine Spiegelung? Seht ihr das? Das ist schon eine Spiegelung. Das ist Silbermondes. Auch wahrscheinlich tiefste See. Hier irgendwelche Witzbeute, die mich verleiten wollen. Ja, natürlich. Spannend und dann Truhe, sowas kann ich ja. Das kann man nur so gemein sein. Was ist das? Drachenstein benutzen. Ja. Rein damit. Hm? Brücke. Ist das jetzt eine Abkürzung, auf die ich noch komme? Oder war ich da schon mal quasi auf der Seite da oben? Sehe ich jetzt nicht so gut. Naja, auf jeden Fall war das offensichtlich eine gute Idee, das zu machen. Naja. Ich freue mich darauf, eines Tages dort anzukommen. Hier kann ich wieder irgendwas ändern. Das fährt nach oben, nehme ich an. Oder kommt da was runter? Oh! Ah! Das war ein bisschen riskant, was ich da gerade gemacht habe. Hätte ich auch was von oben kommen können. Hätte mich das zerquetscht. Wäre nicht so schön gewesen. Ich glaube, ich mache mal den hier. Der ist sicher. Was soll das? Der Geiz. War ich weit oben? War ich jetzt direkt zu der Brücke schon hin? Hier geht's nochmal nach oben? Boah, Alter. Sag mal. Also hier war ich natürlich noch nicht. Sonst hätte ich das Item nicht bekommen. Das ist ja schon mal mega prächtig. Aber. Feiern noch mal nach da oben, oder? Naja, bevor ich diese fantastische Hohepriestertreppe hochmarschiere. Fährst du jetzt hoch, oder? Ah ja. Das muss ja auch prachtvoll sein. Wo führt es mich hin? Irgendwann werde ich irgendwo hinkommen, wo ich schon mal war und ich werde es wahrscheinlich nicht bemerken. Warte mal. War ich hier schon? Nee, warte. Doch, na klar war ich hier schon. Aber holla, die Waldfee. Das ist ja der ganze Anfang dann. Ja. Hier rechts. Ja. Alles klar. Da kann ich ja auch einmal kurz rasten. Ich nehme meine Snacks zurück. Und dann gehe ich da jetzt mal hin. Interessant. Okay. Die sind also miteinander verbunden. Dann fahre ich jetzt mal nach unten. Und gehe durch diese Riesentreppe. Wieso habe ich eigentlich immer noch meine Katzenpfotenschuhe an? Ach, ich habe übrigens auch in den Comments gelesen, dass ihr euch eifrige Debatten geliefert habt, wie denn jetzt das Gewichtssystem bei Dark Souls 2 ist. Ich weiß es natürlich nicht, da verlasse ich mich auf euch, aber ihr habt unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, dass das quasi dann stufenlos skaliert, sozusagen. Also je weniger Gewicht ich habe, ab, ich weiß nicht, ab 70 oder so, dass es mit jedem Gramm sozusagen einen Einfluss hat.
So dass es auch egal ist, ob ich jetzt 67 habe oder 64 so ungefähr. Und dass es deswegen auch egal ist, ob ich unter 50 komme. Andere sagen, 50 ist nochmal ein Hardcut. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich könnte jetzt... Die Mehrheit von euch hat mich überzeugt, glaube ich, indem sie gesagt hat, es ist egal, ob ich über 50 komme. Deswegen kann ich eigentlich auch meine Stiefel ja nochmal anziehen. Die ja dann nochmal deutlich mehr Schutz bieten. Dafür komme ich jetzt leicht über 50, aber ihr habt gesagt, das macht jetzt keinen Unterschied. Ich glaube euch einfach in meiner naiven Art. Aber das ist ja wohl mal mega geil. So, wirklich alte Maya-Tempel. Die hatten auch immer so krasse Stufen. Da haben sie dann immer ihre Menschenopfer runtergeschmissen. Aber das wird mir natürlich jetzt hier nicht passieren. Heiligtum des Drachen. Hört ihr den Gesang? Irgendwer trällert hier wieder. Das erinnert mich, dieses melancholische Lied, das erinnert mich doch an was. Das Sense, ich muss hier runter. Aha. Hallo, hallo. Vielleicht sollte ich gleich mal meine Fackel anmachen, was? Ist das ein Nebeltor da hinten? Oh Gott. Habe ich gerade im Augenwinkel irgendein Item oder sowas gesehen? Nein. Vielleicht sollte ich hier doch nur meine Katzenstiefel einfach. Rollen muss. Ah ja, hier ist aber auf dieser Ebene ist ein bisschen was. Hallo. Edler Rittersmann. Habe ich hier irgendwas? Da ist eine Kiste? Ist die offen? War ich da schon? Wait a minute. Hier war ich ja auch schon. Gott, das kommt mir nicht zugute, dass das... Das sind so Silberkäfer da oben. Drei Stück? Aber warte mal, das macht doch gar keinen Sinn. Wann war ich denn hier? Oder sind die nur irgendwie offen? Kommst du auch nochmal da oder was? Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Da war ich hier doch schon. Aber da war ich ja noch nicht. Da will ich aber hin. In der. Oh. Silberkäfer. Ja, okay. Hätte ich mich schon früher aufstellen müssen. Da kommen sie! Nein! Nein! Schnitzel! Nur ein! Das gibt's doch nicht! Boah, das ist doch wirklich lächerlich. Einen habe ich erwischt. Ja, das ist auch nur eine Wand, ne? Oder geht's da weiter? Ja, ein Stück noch links, aber ich schätze mal, das ist finito. Aber das lassen wir mal Luise entscheiden. Chance. Komm ich gar nicht rauf. Na toll.
Ja, hier müsste ich eigentlich dann nochmal wieder herkommen. Und das nochmal abprobieren mit diesen Lizards. Aber weshalb ich diesen einen nicht erwischt habe, das macht alles gar keinen Sinn. Jetzt? Was jetzt? Rüberspringen? Ne, warum? Ich will ja, glaube ich, mal zu diesem Nebeltor laufen. Das reizt mich jetzt irgendwie. Ich sehe gerade. Da unten. Da muss ich aber noch ganz schön was zurücklegen. Dann doch da. Überjumpen. Oh. Muss dann ja wohl sein. Okay, Leute. Hier lang. Und vielleicht doch jetzt dann mal so überjumpen. Nein, zu weit! Dummer Jens! Nils! Jetzt habe ich mich gerade Jens genannt. Habe ich gerade gesagt, dummer Jens? Wieso habe ich denn das gesagt? Ja, nee, voll gut von mir. Genau, das wollte ich ja. Hätte ich meinen Ring noch angezogen, die Katzenring oder wie der heißt, hätte ich noch weniger Schaden genommen. Genauso war das geplant. Ich bin nämlich einfach ein sehr guter Souls-Spieler. Wahrscheinlich jetzt die Hälfte der Secrets verpasst, die hier auf mich warten, aber so ist das halt im Leben. Einfach hab zu kräftige Beine mit diesen Katzenschuhen. Ich kann zu weit springen. Das ist recht gefährlich. Was haben wir hier? Oh, wieder so einer von denen. Tag. Haben sie es eilig? Ich auch! Haha! Hab ich mich hier um die Ecke hier hingestellt? Da hat er gedacht, oh, der ist bestimmt weggelaufen. Ha! War ich aber gar nicht. Tja, selber schuld. Aber was sind denn das für edle Ritter? Die passen gar nicht in das Setting. Das ist wirklich eher so Maya-esque. Und das sind so Ritter, die sind hier völlig deplatziert. Warum sind die hier? Warum bewachen die diesen Ort? Na gut, es ist halt auch eine fiktive Welt, ne? Also, es könnte ja theoretisch auch sein. Wieso stehen hier überall Sachen? Nicht hier, was nicht hier? Sprechen in Zungen. Was bedeutet das alles? Wahrscheinlich gibt es hier irgendein übergeordnetes Geheimnis, das ich noch nicht verstanden habe. Was, hier sind ja schwer leere Kisten. Okay, das gehört zum Spiel. Wrackenblut. Die sind einfach wirklich schon geplündert worden. Vielleicht, das, hier waren Grabräuber zugange. Will mir das Spiel das sagen, dass hier Grabräuber waren? Wrackenblut. Oh, die haben eigentlich eine ganz gute Grundkonstitution hier. Die sehen irgendwie ganz schnieke aus. Boah, viel schniekiger. Von ihrer Schniekigkeit her sind die aber richtig schön schniekig. Wenn ich die aufrüsten würde, dann wären die wahrscheinlich sogar besser oder ähnlich gut. So, jetzt mal eben nochmal angucken. Das ist ja ein richtig ritterliches Equipment. Guck mal, ey. Boah, das gefällt mir voll gut. Das sieht gut aus. Jetzt sehe ich richtig, wie ein richtiger amtlicher Rittersmann. Und die klödert auch so richtig beim Rollen. Die gefällt mir gut. Aber ich muss natürlich wirklich sagen, die ist einfach, es ist einfach nicht zu rechtfertigen für die Optik gerade. Weil natürlich diese Rüstung einfach viel, viel besser ist. So ist das im Leben. Heilige Soldatenstulpen. Aber ich kann ja mal gucken, was die so verschlingen wollen an Ressourcen. Die Katzen lasse ich mal an hier. Katzigkeit.
Und vielleicht, equippe ich das dann um. So, was wollte ich sagen? Also überall dieses nicht hier, was hier, nicht hier und so, was soll das? Was heißt das? Nicht hier und hier. Was sind das hier für Kisten? Warum sind die leer? Die wurden geplündert von Grabräubern. Grabräuber haben sich hier zu schaffen gemacht. Das sind nämlich tatsächlich irgendwelche alten Inka- oder Maya-Aztekenstädte. Und die Grabräuber haben hier die Truhen geplündert und das traurige Geheul da der Singstimme. Das soll mir sagen, wie traurig das doch ist, dass hier alles einfach ausgeplündert wurde. Und ich kann ja schon mal gar nichts für. Und die Ritter sind einfach noch hier, weil sie sind die Nachfahren der Plünderer. Die sind hier nicht mehr rausgekommen. So, was passiert jetzt, wenn ich da jetzt versuche rüberzuspringen? Reicht die Kraft in meinen Beinen? Da ist auch eine Treppe. Eigentlich kommt man da nämlich anders runter. Da geht's weiter. Ist der Watschi? Ich mache jetzt Folgendes. Ich setze mir jetzt nochmal diesen anderen Ring an den Finger. Wo ist er? Da. Mal gucken, was passiert. Ja, egal. Oh! Oh, geil! Habt ihr das gesehen? Das ist ein Item. Versucht springen? Ja. Die Treppe führt jetzt nichts oder was? Da kann ich auch runter, aber erstmal hier rüber. Geil. Und dann wartet hier irgendein Ungeheuer auf mich. Ja, kommt, da ist so ein Blutfleck und noch einer. Erzähl mir doch nichts. Oh Gott. Der andere dreht mir den Rücken zu, oder? Ja. Der andere auch. Gibt's eine Chance, dass ich den von hinten meuchel? Ich ganz langsam bin? Meint ihr, das ist eine Möglichkeit? Ich habe ja schließlich Katzenpfoten an. Warum? Nein, sind sie schon zu zweit. Oh, ist gut, ist gut. Oh, bewusste Kampftaktik. Sie haben mich nach hinten in die Zange genommen. Das haben sie bewusst gemacht. Ah, ich Dummerchen! Das wollte ich doch überhaupt nicht. Ich hab mich verdrückt, original. Also, doppelten Sinne. Hab ich auch verdrückt hier um die Ecke gelaufen. Ne, jetzt ist Kampf. So hier Mike Tyson-Style. Zermürbungskampf. Ist natürlich jetzt für mich doof, weil ich muss gleich in dieses Nebeltor schreiten. Da lungert vermutlich ein Boss. Und da habe ich nur noch 5 Estos. Jetzt hat der Need. Kleiner glatter seidiger Stein. Würdet ihr einmal im Kreis Bolognese laufen? Jetzt weiter. Jetzt hat der Need. Und Rebenbalsam. Das ist doch Wein. Rebenbalsam für die Seele. Das wäre ein guter Slogan für Wein, oder? Gott. Wenn ich jetzt. Da rolle ich wahrscheinlich wieder. Ich kenne mich doch. Ich springe lieber hier gegen die Wand. Und ich snack mal ein. So. Und jetzt sind meine Befürchtungen derartig, dass ich da jetzt in einen Bosskampf reingesteckt werde. Drachenrast. So. Gibt's hier bitte in der Drachenrast auch ein Bonfeuer dementsprechend? Das ist schließlich Drachenrast. Bonfeuer bitte. Ich habe wahrscheinlich eins übersehen. Irgendwo auf irgendeiner Ebene, die ich jetzt habe links liegen lassen. Ist ein Bonfire, ich weiß doch, wie das läuft. Ich kann ja einen beschwören. Mach ich natürlich erstmal nicht. Sagt ihr wieder hier unsichtbare Wand oder was? Nee. Verschnaufpause. Ja, Verschnaufpause. Ich will aber ein Bonfire mit Verschnaufpause.
Ich will nicht ohne Bonfire verschnaufen. Das ist doch kein Verschnaufen. Das ist doch... Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht Verschnaufen. Hallo? Da singt irgendwer, singt so lieblich, aber es ist eine trügerische Lieblichkeit. Denn sie wird jetzt in eine Hiebigkeit. Macht das Sinn? Sich verwandeln. Okay, muss ich noch irgendwas beachten? Ach, guck mal hier, da könnte ich sogar eine feurige Glut an meine Klinge zaubern. Ich gehe jetzt erstmal rein. Bin ganz aufgeregt. Wieder so eine Teleportationsdame. Was? Ja, hat sie gepupst? Wie so eine Pupsdame. Alter, jetzt ist aber Schluss im Gebälk. Na, jetzt krieg ich alle ab! Oh, will sie jetzt? Ilse, keine Wilse. Kurz ab! Nein! Von hinten werde ich eingedeckt mit Abartigkeiten. Alter, das ist ein Homing-Feuer. Okay, daran sehe ich das, wo das endet. Mit meiner Performance. Daran, dass ich kein Erfrischungsgetränk zu mir genommen habe. Ich muss mehr Erfrischungsgetränke trinken. Okay, das war doof. Oh, ein bisschen hochnäsig und unkonzentriert. Und der Dank ist, dass ich den ganzen Kackweg nochmal machen darf. Ich habe 100 pro irgendwo einen Bonfire übersehen. Miste. Kann ich mich hier auch droppen lassen eigentlich? Dumme Idee. Ah, shit. Macht das Sinn, dass ich nach dem Bonfire suche, oder? Ne, warte mal. Ganz kurz. Nee, ganz kurz überlegen. Wo war jetzt dieses... Hier runter, ne? So, ja. Macht das Sinn, dass ich da nochmal alle Gänge in Frieden ablaufe, oder? Wie machen wir das, Leute? Hätte sie einfach beim ersten Mal platt machen sollen. Das wäre die bessere Lösung gewesen. Nein. Komm, Alter, wie lange dauert das denn? Bus, direkt wieder. Kann nicht lange aufhalten, direkt wieder runterfahren. Bus, bring mich sofort runter. Ich hatte ja auch noch... Oh, ich habe auch meinen... Ausdauerring nicht wieder angelegt. Das war auch doof. Schade. Schade, schade. Na gut, wer es nicht im Schwert hat, hat es in den Beinen. Deswegen laufe ich jetzt zurück. So. Irgendwo ist eine Abkürzung, ein Bonfire oder irgendwas. Kann ja nicht sein. Oder? Ich meine, okay, also. Ich meine, obwohl so weit ist der Weg auch nicht eigentlich. Schnell. Mehr bleibt stehen.
Hier, also hier würde jetzt ein Bonfire irgendwie gar keinen Sinn machen. Das ist ja viel zu dicht dran. So, hier sind wieder diese Freunde da oben. Kannst du mal da bitte deine Pfeile da mal. Bin ich da eigentlich schon mal durchgegangen hier? Kacke. Ja. Alles jetzt gut. Wo sind denn die Glitzis? Hör sie doch, oder? Siehst. Das ist auch weg. Da. Alter, das ist ja so lächerlich. Nee, also. Mehr kann ein Mensch ja nicht machen als das. Seid ehrlich. Also, da trifft mich ja nun mal wieder zum wiederholten Mal einfach überhaupt gar keine Schuld. Elise, Luise, komm mal, arbeite mal eben jetzt. Was? Bitte, was war das denn? Und jetzt? Was macht er jetzt? Tippel, tippel. Nicht da. Den Fuß. Komm mal wieder jetzt. Ich will nur jetzt gleich keinen. Ach, dumm. Guck doch mir gerade, ist doch da der Typ. Ah! Ah, ein bisschen getroffen. Das ist schon mal mehr als gar nichts. Ich kann ihn ja auch verstehen. Warum sollte er stehen? Ach, jetzt mach ich da auch noch aus. Guck da. Ah ja, kommt da? Ist er verwirrt? Ich verstehe ihn auch. Es ist auch echt eine scheiß Situation. Aber er wurde halt einfach nicht mit Fernkampfwaffen ausgerüstet. Das ist einfach ein Versäumnis seines Offiziers. Schnawenzelt er da wieder zurück. Komm. Ah. Ah. Komm. Ich weiß schon, dieser eine Typ in YouTube-Comments, der sich immer darüber beschwert, dass ich schon überlevelt bin. Und trotzdem mit Luise spiele. Der schreibt jetzt wieder schon, der hat schon wieder in die Tasten gehauen. Aber so ist das halt. Ich spiele halt auch manchmal mit Luise. 1, 2, 3, um die Ecke. Und. Komm! Ah, jetzt tickt zu sp. Ach! Ah! Ja, na gut, ich lasse das Spielchen. Für mich ist es aber lustig, für euch vielleicht nicht. Aber Luise ist halt auch dabei. Die will auch mal wieder mitspielen. So, wie mache ich das jetzt? Ah, da wieder rum. Ja, da hinten. Stimmt. So. Da hinten. Wo war das? Genau, und hier bin ich nämlich jetzt zu weit gesprungen das letzte Mal. Das heißt, ich könnte eigentlich auch direkt da runter. Oder es bringt mir das irgendwas, wenn ich da drauf bin? Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Ebene. Brauche ich die? Ist hier irgendwas? Verstecktes Bonfire. Hier geht's sogar runter, bis da. Okay. Ich könnte da rüber springen und dann von da würde ich dir wieder auf die Leiter kommen wahrscheinlich. Auf die Treppe kommen. So. Hier war jetzt noch der Heini, glaube ich, ne? Den ich angeschossen hatte. Jetzt war das nämlich total unkompliziert. Kein Balkon verbraucht für den. Hat sich doch gelohnt. Ja. Naja. Also, wenn jetzt hier irgendwo eine Zauberwand ist, hinter der sich ein
Bonfire da irgendwas verbirgt, dann kann ich das ja, also da könnte ich mich ja tot suchen. Das bringt mir ja nichts. Darf ich nicht wieder rauf, oder? Nee. Da ist noch eine einsame Stufe. Komme ich, wenn ich darauf springe, noch eine Ebene tiefer. Das könnte ich mal probieren. Huhu. Eieiei. Okay. Stark geht's. War ich hier schon? Ist das die Stelle mit den... Ach, guck mal, da ist wieder... Ach, hier war ich doch auch schon. Da war ich hier schon. Kann ich wahrscheinlich auch wieder cheesen von hier oben, oder? Ich will... da kommt er jetzt erstmal. Beziehungsweise, ganz ehrlich, der ist mir total egal. Ich muss nicht mit dem kämpfen. Es sei denn, der kommt mir jetzt bis... Ernsthaft? Au. Au. Warte mal. Nee, da haben wir jetzt aber nicht gewettet. Das ist schwierig, ey. Der kommt mir wirklich hinterher. Der kennt da nix. Nehme ich jetzt aber nicht. Natürlich habe ich das souverän gemeistert. Der kommt hier wieder hinterher! Der hat doch gar keine Katzenstiefel an. Wieso kann der denn einfach so souveränst? Na gut. Aber jetzt weiß ich auch das nächste Mal. Ich werde jetzt einfach schnell runterlaufen, falls ich nochmal wieder herkommen muss. Und dann nehmen wir mal das. Da hole ich mir mal meine Ausdauer hier zurück. Und vielleicht. Oder warte mal. Der schon auch viel so mit Feuer, ne? Vielleicht nehmen wir... Warte mal. Maximale Belastung. Warte mal. Drei sogar. Boah. Was habe ich jetzt für mit 50 Gewicht? Ja, das ist doch auszuhalten. Vielleicht ist das ganz gut, oder? Weil die hat da ein bisschen mit Feuer gearbeitet, die Dame. Und dann nehme ich auch mal das weg. Und habe ich noch so einen Blitzi? Blitzenstein? Nee, natürlich nicht. Aber sie arbeitet mit Feuer. Sie wird wahrscheinlich gegen Feuer jetzt eher tendenziell immun sein. Machen wir das doch mal so. Ja, Luise kann auch weg. Entschuldigung, Luise, ist nicht böse gemeint. Aber dann geht's jetzt mal los. So, dann machen wir mal ihn hier. Nimm ich mal ihn. Faules Harz. Jetzt habe ich die Sachen. Ran an die Bulette. Mich interessiert nicht, was du erzählst, weil ich will dich einfach nur hauen. So. Wieso habe ich überhaupt beim ersten Mal da nicht gewonnen? Seele der Untergangskönigin Elana. Oh, was war das? Was bricht? Ich muss schnell mal meine Seelen wiederholen.
Was? Ach, die Tür geht auf. Oh, die Drachentür. Guck mal hier. Er öffnet seine Schwingen für den neuen Meister. Stark. Ist hier noch irgendwas, was ich haben will? In diesen Katakomben? Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, was sie mir so alles erzählt hat, weil ich hatte eher das Bedürfnis, sich einfach umzuhauen. Na gut. Ein Bonfire! Oh, was ist das? Direkt der nächste Boss? Das weiß ich nicht. Aber ich fahr erstmal nach Majula. Und mach mal ein Levelchen. So, das war doch okay, Leute, jetzt. Die war jetzt nicht so schwer. Da habe ich mich beim ersten Mal ein bisschen doof angestellt. Kein Vergleich mit diesem komischen Samurai da. Oder dem davor. Auch Ritter. Gut, dann gucken wir mal. Kann ich bei dem meine Rüstung hier eigentlich auch performanter gestalten? Diese neue schöne. Haben wir doch gesagt, das gucken wir uns mal an, oder? Ich will das nicht, die da nicht Scherbe. Naja, aber ehrlich gesagt, finde ich das jetzt ganz schön mickrig. Von 200 auf 204. Also, von 76 auf 77. Also, das ist ehrlich gesagt eine Frechheit. Da passiert ja gar nichts. Guckt euch das mal an. Ja, nee, also. Nee, dann muss ich halt so hässlich bleiben, wie ich bin. Schade. Sind doch nicht so geil, wie ich dachte. Habt ihr nicht aber auch irgendwie gesagt, dass der Rüstungshändler noch bessere Sachen hat? Oder wie war das? Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass einer von euch mal sagte, meine Rüstung ist nicht so geil. Und ich könnte schon längst eine geilere haben. Tach. I'm glad to see you say. Gucken wir doch mal, was der hier so im Angebot hat. Das ist doch alles hier. Das war alles nix. Die hier, ne? Die Schmelzer-Dämonen. Ja, die hat schon ein bisschen gute Werte, aber die ist natürlich auch. Okay, die Spiegelrüstung könnte man vielleicht. 253. Das ist jetzt auch nicht überragend, ne? Aber die hier sind gar nicht schlecht. 144. Das habe ich jetzt. Aber die hatte ich ja schon mal mir angeguckt. Always open for business. Dankeschön. Ja, also, keine Ahnung. Ja, schon ein bisschen geiler. Also, ja, also so. Nee, also das Geld ist es jetzt noch nicht wert. Vielleicht irgendwann mal mit irgendwelchen geilen Boss-Seelen oder so. Erstmal. Gehen wir erstmal ein bisschen was zum Aufsteigen mit auf den Weg. Zum Beispiel könnte ich mal machen. Kondition könnte ich mal gerne. Kondition, Integrität. Leben ist immer gut. Dann, 15.000 Mark. Ach, spare ich jetzt. War ich mir jetzt. Komm Leute, ist egal. Wir wollen ja nicht Ewigkeiten hier verbringen. Wir wollen. Was ist denn hier? Was hier? Ach, ein Rast. Das war das, ne? Ist die letzte? Komm ich da nochmal anders hin? Wir werden sehen. Ja, und dann schaffen wir das heute noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich ja immer noch gerne gucken, ob ich da diese komische andere Hexe da nochmal zur Strecke bringen kann. Die mit den 27 verschiedenen Seelenfragmenten. So, ich meine, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich, dass hier noch wieder ein direkter Boss kommt. Ja. Der war schon aus wie eine Boss-Arena, muss ich ehrlich sagen. Was?
das ein Drache oder so? Ich meine, es macht Sinn, ne? Aber bin ich jetzt original im Bosskampf gegen den Drachen hier gerade geraten? Oder? Oh, da ist er. Ein. Oh, shit. Der ist sauer. Ei. Oder sowas. Seele des schlafenden Sim. Ja, kann ich ja gleich wieder nach Hause nach Majula reisen und den nächsten Level mal holen hier. Na, das war der Drache hier. Den hat die andere da beschützt oder was hat die gemacht, die davor in der Kammer war. Aber da hinten ist noch ein Item. Bevor ich das irgendwas da anfasse, fasse ich erstmal das hier an. Oh, Jorgs Ring. Jorgs Ring. Muss man ihm an. Was kann denn Jorgs Ring? Wehrt manchmal Zauber ab. Ja, wie manchmal. Ja, es bringt mir ja nichts. Wieso denn nur manchmal? Ring von Sir York, der das Blut eines Drachen suchte und nach Shulva einfiel, kann Zauber abwehren. Sir York trat dem schlafenden Drachen Sin gegenüber und nahm ihn mit seinem Stahl etwas Blut. Ich habe ihm sehr viel Blut genommen. Sin spie das Gift nach ihm, das lange Zeit in ihm herangereift war, und hüllte die Stadt in eine miasmatische Wolke. Ja, ehrlich gesagt, ist das schon okay, dass ich dich jetzt zur Strecke gebracht habe. Wenn du so einer bist. Ohne des versunkenen Königs. Es ist so still. Eine fahle Hitze glimmt in der uralten Krone. Ah. Okay. Ich bin schon einer mit einem Kronenkopf, muss man sagen. Ich kann das einfach tragen. Shit, welche war das jetzt? Die? Krone des Hunden Königs. Krone des Hunden Königs, der einst dieses Land regierte. Der König erreichte das ewige Heiligtum unter der Erde zu Ehren des großen Drachen. Errichtete, nicht erreicht. Doch das turmhohe Bollwerk stürzte kurz nach Erwachen des Drachen mitsamt der Stadt ein. Doch dies geschah vor langer Zeit. Heute erinnert sich niemand mehr an des Königs Namen. Vielleicht
Sie ist ja Wilbald. Der Mann der vielen Kronen. Setz sie einfach mal auf. Na, dann guck ich mal hier so rum. Mein Gefühl ist, hier wartet ein Königreich auf mich. Was ist hier hinten? Auch nichts mehr. Das war alles. Haben Drachen nicht eigentlich immer so Gold, was sie horten? An Orten wie diesen? Mit Drachen wie Riesen? Sollten Reichtümer sprießen. Wie Blumen. Wenn man... So. Auf zum Feuer. Quatsch, was ich hier erzähle. Schnell, schnell, schnell. 111.000 Seelen wollen nach Hause und mir ein bisschen Level einbringen. Hier ist aber Sackgasse, also hier ist zu Ende, nehme ich an. Habe ich das damit an ein Ende gebracht, diese Stelle da? Niemand weiß es. Bearer of until. So, ich möchte aufsteigen. Wir nehmen noch ein bisschen Vitalität und das ist wirklich wie bei Glücksrad. So. Ja, kann ich nicht. 29.000 Seelen. Mal gucken, habe ich hier noch so... Ja, ich weiß, ne? Die habe ich hier alle noch nicht angetastet. Ja, mal eben gucken. Seele eines Helden, was gibt der mir denn? Erstmal eines, schon snacken. Boah, 10.000 direkt. Okay, das ist wirklich eine heldenhafte Seele. Du? 2.000. Boah, ich habe ja noch richtig hier Asche da rumfliegen. Ja. Gut getimed. Nehme ich nochmal eine. Zack. Ja, nehmen wir den nochmal mit. 40 Vitalität, jetzt habe ich aber auch. So lebt es sich doch ganz gut. Okay. Ihr Lieben. Dann lass mich mal eben gucken. Also ich habe das Gefühl... Was ist da denn noch für ein Bonfire? Hatte ich das nämlich übersehen, oder was? Das da. Das muss ja vor denen kommen. Da war nämlich doch irgendwo eins. Wahrscheinlich hinter irgendeiner Wand oder was... Ist ja ehrlich gesagt so bei zwei Boss, obwohl da kam ja noch, nach dem ersten Boss kam ja auch noch ein Leuchtfeuer. Aber das ist wahrscheinlich dann jetzt auch nicht mehr so wichtig für mich, oder? Ähnlich wie das andere da, was ich übersehen hatte. War das andere noch? Wisst, was ich meine. Hier habe ich auch noch eins übersehen. Universe übersehen. Okay. Oh, das ist viel, was hier los ist. Dann lass uns doch mal gucken. Wie komme ich denn jetzt nochmal zu dieser komischen Frau da? Wie war das denn noch? Warte mal. Da war ja der Typ. Ich glaube... War das schon hier oder kann ich sogar noch? Ich muss ganz kurz überlegen, Leute. Weil ich mir nicht mehr 100% sicher bin, wie ich das mache. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Und versuche dann da mal so runter zu. Einen runter, glaube ich, und dann irgendwie. Ach, ich werde das schon irgendwie hinkriegen, Leute. Ihr kennt mich doch. Habe ich jemals versagt? Bei irgendwas? Ich denke nicht. So, und zwar... So, der kann ich mal mitnehmen. So. So. War das hier? Oh Gott, wie ich schon einfach alles vergessen habe.
Aber das kann sich auch kein Mensch merken. Sowas, er speichert sich sowas auch ab. Das ist doch auch Quatsch, oder? Ich nehme nochmal meine anderen Schuhe. Wo sind sie? Okay, pass mal auf. Und jetzt? Da geht's ja noch einer hoch. War das jetzt hier? Ich weiß es nicht mehr. Kann ja beide hoch, ne? Sind die auf dieselben Ebene? War das hier? Kommt doch gleich. Ne, genau, hier kommen nämlich diese. Nee, das war hier doch nicht. Der fährt wieder runter und der fährt wieder auf. Das hatten wir ja schon mal, das Theater hier, oder? Da ist noch ein... Na, jetzt bin ich ja wieder hier. So, und dann nochmal nach oben fahren, oder wie war das jetzt hier? Ach, ich versuche irgendwie mich zu erinnern. Und halbwegs. Also wenn ihr euch fragt, was ich mache, ich versuche jetzt dieses letzte Seelenfragment von Nadalia zu finden. Weil ich tue mich sehr schwer damit, mich zu erinnern. Warte mal. Da ging es nochmal hoch. Da ist die Tür. Schlossen musst. Überjump. Au. Naja, oder auch nicht. Ich hätte gedacht, oh, da kann ich easy überjumpen. Das kann ich ja. Da ist er tot. Wisst ihr übrigens, dass ich auch Schlangen beschwören kann? So, weiter geht's. Weiter geht's. Wisst ihr Bescheid? So, ich bin eigentlich, glaube ich, im falschen Bonfire gelandet. Aber kann es sein, dass die Ecke da schon richtig war, wo ich war? Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich bin doch auch nur ein einsamer Krieger. Da unten war nicht da unten der Kampf. Das Kampfgeschehen. Ich kann ja wahrscheinlich ewig rumirren und werde es nicht finden. So, also, pass auf. Was habe ich jetzt gesagt? Da ist dieser Dingsbums, ne? Genau. Und dann bin ich jetzt nochmal... meinen Seelenheil gucken. Okay. So. Das ist das. Der fährt dann da zu dem. Ach, warte mal. Ach. Ach, ach, ach. Nee. Warte mal, fahren wir mal einen runter. War das da lang? Hast du das, mein Freund? Oh, da warte ich jetzt mal lieber. Bin ich mir sicher. Oh Gott, ey. Ich irre hier auf der Suche nach dem letzten Seelenfragment. Es ist schlimmer als bei Harry Potter, wo die nicht diesen Voldemort, wo sie ihn nicht finden. Und nicht mehr wissen, oh, wo ist denn jetzt noch seine Seele? War das hier lang?
Wieso ist er eigentlich tot? Oh. Tschüss, wieso belästigst du mich? Nein, hier war das doch nicht, Leute, oder? Das hatte ich doch schon neulich hier falsch gemacht. Was ist eine Etage über mir? Was ist da? Alter, ist mir das gerade ernsthaft passiert? Ich glaube, da ist aber auch nichts. Los, komm. Was? Okay, die ist deutlich kürzer. Ich muss springen. Oder komme ich da gar nicht rauf? Okay, deswegen, ich dachte, ich kann da locker rüberrollen, aber das Ding ist auch wirklich deutlich kürzer. Vielleicht weiter. Ah, Geronimo! Ja, so geht doch. Autsch, das war richtig. Aua, das hat richtig wehgetan. Das ist noch eine Kiste. Was? Nee, hier war ich wirklich noch nicht. Aha, was haben wir hier drin? Ein Stadtplan. Ring der Stärke. Boah, Ring der Stärke. Das klingt nach was, was ich haben will. Ich bin zugegebenermaßen schon ganz schön stark. Sehe ich hier? Wo ist denn der Ring der Stärke? Wo ist der denn? Ring. Da, erhöht die Stärke. Oh, 56. Stark. Starke Stärke. Oh, okay. Angriffskraft 812, 816. Naja, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber ey, ich bin halt mega stark. Ich bin eh schon mega stark gewesen. Wieso habe ich eigentlich die Krone die ganze Zeit auf? Behandelt mich jetzt irgendwer dadurch anders? Besser? Ich glaube irgendwie nicht. Das ist nicht mein Gefühl. Ich glaube, hier muss ich, glaube ich, gar nicht lang. Ich bin der mit der Krone. Ich setze sie mal wieder ab, weil bringt mir ja doch nichts. Ich meine, ich bin hier völlig falsch. Ich meine, ich habe genau das hier schon mal gemacht. Gar nicht gewehrt. Warum auch immer, er hat eingesehen, dass es keinen Sinn macht. Aber ich habe ja genau diese gleiche Kacke hier schon mal gemacht. Hat mir auf mich gerollt. Ja, ich weiß genau, wo ich jetzt hier hinkomme. Das ist nämlich völliger Quatsch. Quatsch mit Soße, was ich hier mache. Mache ich das jetzt. Ah, oh, da weiter! Ei! Leute, ey, was ist mit euch los? Einfach nur, weil ihr echt hundsgemeine Kerle seid, habe ich das jetzt gemacht. Vorsicht vor Riesenoberloch. Guck mal hier. Habe ich den hier schon mal gezwitschert? Ja. Guck mal hier. Also. Jetzt kommen wir erstmal an dem hier vorbei. Guten Tag. Alter. Was bist du denn für ein unangenehmer Zeitgenosse? Pass auf, Leute. Jetzt haben wir ja hier. Oh nein. Ah!
auf jetzt. So, und wie war das jetzt? Naja, hier war ich schon. Bin ich auf dem richtigen Wege? Ich weiß es nicht, Leute. Oh, Schnetzel, Schnetzel. Guck mal, hier ist noch so ein... Hier bin ich ja schon mal runtergefahren. Das ist doch Quatsch, hier ist doch keine Nebelwand. Wer lügt denn? Wer lügt? Man kann doch nicht einfach so lügen. So, fahr noch mal runter jetzt hier. Los. Fahr. Oder kann ich... Nee. Fahr. Ich bin schon zu weit. Das Gefühl hier ist nicht richtig. Bin ich schon wieder hier unten? Das ist nicht das, was ich wollte. Hier war der Bosskampf gegen diesen anderen da. Nee, 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 Leute, das ist falsch. Mist. Mist, Mist, Mist. So. Guck mal, hier war sie. Also der Rest von ihr. Den hatte ich ja schon. Aber ich habe auf jeden Fall einen Teil habe ich vergessen. Aber wo? Ah, ihr hattet mir das in die Kommentare geschrieben. Ich habe es natürlich gleich mal nachgucken. Und mir gleich wieder diese Typen, die da aus dem Nix auftauchen. Ja, aber mit euch habe ich nichts zu tun. So, reisen. Okay, das hat halt einfach mal überhaupt nicht funktioniert. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach. Ihr habt das nämlich geschrieben. Und wer bin ich denn? Ja, ja. Oh, ouch. Oh, Entschuldigung. Oh. Warte. Na, Leute, wie geht's? Könnt ihr euch kurz miteinander unterhalten? Einfach, dass ihr mal eben im Chat mal eben irgendwie irgendwas miteinander besprecht. Könnt ihr mit, im Chat irgendwas... Könnt ihr einfach irgendwas machen? Warte mal. Guck ich mir hier mal was an. Also, wie geht das? So, pass auf, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Und zwar habe ich mir jetzt hier gerade ein Video angemacht, wie man zu Sir Alon kommt. Weil ich habe nämlich jetzt in den Comments gelesen. Ah, was hat er jetzt genommen? Das. Das nimmt er hier, glaube ich. Nee, nur gar nicht. Das. Okay. Ja, da war ich ja schon mal gar nicht so weit weg. Labarababa, wo du läufst so lang? Mach mal nicht so schnell. Mach mal nicht so schnell. Wo bist du jetzt langgelaufen? Das muss ich doch sehen. Warte, jetzt läuft er da links lang. Und dann fährt er da hoch. Also das habe ich glaube ich auch gemacht, oder? War ich ja schon mal gar nicht so weit weg. Fährt er hier hoch? Ich habe mir jetzt ein Video angemacht. Ich habe einfach mal, weil eben geschrieben, auf dem Weg zu Sir Alon. Ich habe mir ein Video aufgemacht, wie man zu Sir Alon kommt. Das mache ich jetzt einfach nach. Dann steigt er da rauf. Dann nach oben. Los. Dann nach oben. Ja, Mann. Du bist zu schnell. Warte mal, jetzt habe ich... Jetzt sind wir hier was kommt. Ist das eigentlich... Hier noch meinen Seelenclub. 245 Seelen. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ich glaube, hier ist es grundsätzlich bin ich schon nicht so verkehrt. Was ist denn diese Tür da drüben da? Das guck ich mir so mal an. Ah. Ha. Hier war ich nämlich noch nicht. Okay, vielleicht brauche ich das Video. Gar nicht. Okay.
können. Jetzt mal locker. Au, jetzt kackt er mich dann mit Lava an. Ich habe das Gefühl, was ist das? Ich höre sie doch schon. Ja, ich war gar nicht so weit weg. Ich höre sie schon. Ja, geil. Ah, ich hab's. Ich war schon richtig vorhin mit dieser Tür, wo ich da runtergefallen bin. Was die letzte jetzt? Was hast du jetzt? Nadalia gibt es nicht mehr. Wahre Seele von Nadalia erhalten. Aha. Okay. Und da kann ich die jetzt eintauschen oder was? Ah, ich war doch schon. Ich war. Oh, Lebensring plus 3. Ich war doch schon da. Und dann bin ich da nicht rübergekommen. Was ist jetzt hier? Ein Item. Und da wollten sie mich verleiten, da durch zu Flammenschmetterling. 5 Stück oder was? Die wollten, dass ich hier rolle, ne? Die wollten wahrscheinlich so, oh ja, ich roll mal hier und dann tot. Das hatten die, das wollten die. Mach ich aber nicht. Was haben wir noch? Oh, mehrere Items. Garnitscherbe. Scheine. Du bist aber nichts von hinten. Nee. Breitschwert plus 7. Oh, ist ja die Schatzkammer. Und hier nicht, oder was? Versuch springen. Warum sind Leute so gemein? Wisst ihr was? Ich bewerte den jetzt. Negativ wollte ich den eigentlich bewerten. Oh, hier. Das ist die Stelle da. Ich weiß noch. Da geht es dann da so runter. Da war dieser nervige Typ. Wer baut denn solche Kämmerlein eigentlich? Sollen das Kerker sein, wie bei Game of Thrones? Sind das so kleine Kerker? Wahrscheinlich, ne? Was haben sie irgendwann zum Lagerraum umgebaut? Aber da sind ja überall Leichen, also das wahrscheinlich waren das wirklich Kerker. Das ist eine unangenehme Situation. Ja, mega stark. Jetzt habe ich die Dame auch endlich besiegt. Okay. Gut. Dann schauen wir mal an, was habe ich jetzt hier, diese wahre Seele? Oh, ich habe ganz viele von der. Ne, Nadalia und was ist das? Oh, Nashandra. Achso, das ist die gar nicht. Okay. Die sind einfach nur sich sehr ähnlich. Diese da. Seele der Sport Nadalia, die ihren Leib aufgab und den Nebelturm durchstreift. Im Tanz nahm die Aschebraut eine räuchernde Gestalt an und lockte die Menschen in ihre Residenz. Und so wurde ihr Machtsitz schließlich als der Nebelturm bekannt. Mit der wundersamen Seele dieser Auguren der Einsamkeit können mehrere Seelen erworben oder etwas Kostbares geschaffen werden. Ja gut. Haben wir das auch. Haben wir das auch. Wo ist denn jetzt hier mal meine Blume da? Hier, was habe ich noch? Feder oder sowas. Wo ich reisen kann. Wo ist denn meine Reise? Meine Bahncard. Feder, wo bist du? Da. Ja, das machen wir jetzt. Wir kehren zurück. Okay, Leute, was an? Welches Abenteuer erwartet uns als nächstes? Super, dass ich das gefunden habe. Und ich sehe es auch gerade genau. Est01, vielen Dank für deinen Comment unter dem letzten YouTube-Video. Du hast mir sehr geholfen. Genau. Sehr, sehr gut. So, was machen wir als nächstes? Wollen wir mal schauen. Wohin reisen wir denn noch? Also wir haben... ein bisschen was gemacht, aber irgendwie...
Diese beiden hier, was ist das denn? Und das noch andere? Add-ons? Welches Add-on können wir denn noch betreten? Und zwar, pass mal auf, eins... Das da haben wir gemacht, ne? Okay, warte mal, dann ist ja noch eins... Nee, nicht hier, sondern... Wo war das denn noch gleich? Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Da war es nicht. Da war es nicht. Hey, wo bist du denn? Hier. War das hier, wo wir noch nicht waren? Leute? Da und dann links und dann da ist da nicht auch noch so ein Add-on-Bereich, den wir noch mal erkunden können. Das ist jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Das. Wir werden sehen. Wisst ihr noch hier diese frechen Typen? Hallo? Ein Streich brauche ich nur. Dann sind die schon hinüber. Hier links waren die nächsten. Au! Okay, bin doch ein bisschen frecher als ich dachte. Ich will mich auch mal wieder menschlich machen. Mal, das ist ja auch so, ist das nicht auch so ein Arschgesicht hier? Ja. Ah, wie geil der in meine Klinge reingelaufen ist. Trottel. Weiß der denn nicht, dass ich Wilbald bin? Ist ja ganz geil, wenn die Gegner so, wenn man irgendwie einen gewissen Grad an Krassheit erreicht, dass die Gegner dann wirklich einfach abhauen vor einem oder einem irgendwie sich verbeugen und um Gnade winseln oder so. Weil man kriegt dann ja irgendwann eh keine relevanten Seelen mehr von denen. Muss man sich auch nicht mit denen rumplagen. Da fände ich es irgendwie, fände ich es geil. Wenn die dann einfach... Ach, guck mal einer an. Ist das diese Kacke, ne, von der Dennis erzählt hat? Ah, oh, Dennis. Dennis! Ja, guck ich mir das mal an. Aha, was ist das hier wieder so... PvP oder sowas. Oh Gott, diese Statuen haben das letzte Mal schon sowas ganz Schlimmes dargestellt. Für mich dieser Weg da zu diesem Blue Smelter Demon. Oh, das war nachweislich das Schlimmste, was je passiert ist. So, da komme ich jetzt ja rein. Stark. Was macht denn der Typ da auf der Tür? Was ist denn das für ein Bild? Also der Reihe nach. Das obere. Was ist das obere für ein Tier? Also es könnte sein, dass es links der Kopf ist. Und dann hat der aber auf dem Rücken so Zacken. Also ich bin bei dem oberen Kreis in der Tür. Nicht das bei der Sonne, sondern das rechte Bild, wo der Kreis nicht ganz geschlossen ist. Weil der andere Kreis von der Tür da durch, den durchbricht. Es könnte irgendein Getier sein mit Zacken auf dem Rücken. Das da drunter, das sieht doch eindeutig so aus, als wenn der Link, also das, ich rede von dem Kreis jetzt rechts neben dem Sonnenkreis. Das sieht doch so aus, als wenn der Typ links gerade mit dem linken Bein einen Kung-Fu-Tritt macht und der Typ rechts grapscht ihm in die Eier. Seht ihr das auch? Der macht einen Kung-Fu-Tritt mit links und will ihn ausnocken, aber der edle Herr mit dem Gehrock und diesem komischen Stab, der grapscht ihm einfach knallhart in die Eier rein und beendet damit das Spektakel. Was auch immer das bedeuten soll. Und das da rechts. Also das, der rechte Umriss von dem unteren Ornament könnte
eine Gestalt in so einem Kapuzenmantel sein. So ein klassischer Tod, so ein Todoutfit. Ne? So ein Mantel so mit Kapuze. Und der hält eine Art Plazenta in der Hand oder so. Das ist dann die Nabelschnur. Und dann halt die Plazenta danach. Als wenn er sagen wollen würde, nee, du, das ist der Teil bei der Erschaffung des Lebens, das ist der Teil, den ich mir nehme als Preis. Der Rest wird in die Welt geboren, aber wo was geboren wird, da muss auch was sterben, deswegen nimmt er sich die Plazenta mit an der Nabelschnur, mit in den Hades und das ist der Deal des Lebens oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann die auch nicht genau in Einklang bringen, was die jetzt miteinander zu tun haben. Aber irgendwas derartiges geschieht dort sicherlich. Okay. Leute, weiter geht's. Ist noch alles gut hier, ja, ne? Ah, hier ist auch ein Bonfire. Das begrüße ich. So. Muss ich hier mal? Ich kann ja einmal rasten. So. Ah! Yeah. Ich habe auch Hunger und ich bin das neue Chaos. Und das neue Chaos ist da, um das alte Chaos in seine Schranken zu weisen. Ich bin Wilbald, habt ihr noch nicht von mir gehört? Ich bin König, mehrfach, von vielen Königreichen. Ich habe viele Kronen im Gepäck. Gefrorenes Ileum Lois. Mhm. Naja. Da gucke ich mich mal hier in Ruhe um. Huch, hallo. Hier geht. Der sieht aus wie auch aus Game of Thrones. Einer von diesen Typen. Was ist das denn hier? Los, hau nochmal. Wiedersehen. So begrüßt man doch keinen König. So begrüßt man keinen König. Mal gucken. Gucken wir erstmal hier runter. Irgendwo muss man ja lang laufen. Hey. Zack, zack, zack. Da gibt's. Oh, es ist schon ein Nebeltor. Nee, alles sieht ja aus wie ein Nebeltor. Was ist hier los? Ein Fahrstuhl mit Särgen? Oh, der Fahrstuhl mit den Särgen ist schon wieder stecken geblieben. Ja, Eisi. Wieso stapelst du die auch so hoch? Oh, ich weiß auch nicht, ich hab gedacht, das spare ich mir ein bisschen Arbeit, den muss ich nicht dreimal gehen. Oh, Eisi, du Dummlatz. Jetzt, wie sollen wir das denn reparieren? Der Stapel ist auch abgebrochen. Guck mal. Aber lassen wir das jetzt so, machen wir hier die Tür zu und dann. So in der Art muss ich das zutragen. Wer bist du denn da, der du da sitzt? Au. Auf! Bin der König. Ich wollte mir diese alte Maid anschauen. Was ist mit dir? Du wirst mir nicht in den Rücken fallen, oder? Bin ich dich. Vor Rache? Ich lass dich da jetzt sitzen. Ich hau dich nicht. Aber wehe, du willst was gleich von mir. Da ist doch. Ich sehe das doch. Da ist doch noch einer. Warte mal. Was ist denn hier los? Wieso ist denn da. Da war doch gerade noch einer. Da. Der hat doch schon um die Ecke gelunzt. Das sah ich doch. Mit meinen Adleraugen. Hm. Was ist jetzt mit der Dame, die da rumsitzt? Oh nein. Hunde. Die sind immer so schnell.
Aber wisst ihr, wer auch schnell ist? Ihr habt's ahnt. Na klar, Wiese. Luisa, schieß mal auf die Hunde da mit deinen Feuerpfeilen. Okay, Chef. Schieß mal richtig einen in seinen hässlichen Dreckskopf rein. Oh, shit. Luisa. Das ist ganz praktisch. Hier so ein, was soll ich sagen, so ein Schild zu haben. Gefahrenzone. Ich bin die Gefahrenzone. Leute, ich bin die Gefahrenzone. Ich habe das Gefühl, das ist ein Riesengebiet. Und ich werde mich hier mehrfach verirren. Das ist mein Gefühl. So. Denn irgendwas? Eine Köstlichkeit? Eine Flügellanze plus 7. Boah. Eine Flügellanze. Wollen wir uns die mal angucken eben? Das ist doch eine Lanze da. Oh. Ah, plus 7, ne? Wie denn? Ah. Ah, überraschenderweise kann sie das. Ah. Ah. Ist auch ein bisschen beschränkt. Ich will meine blutige Broteisen-Zwillingsklinge zurück. Ja, also ich werde jetzt hier nicht die Wände abrollen auf der Suche nach irgendwelchen Secrets, weil das ist Quatsch. Das kann ich, verlasse ich mich auf irgendwelche Hinweise, die ich nie lese. So wie diesen hier. Fackel? Die Fackel. Sinnlos? Das ist ein Item. Ich doch. Gib mir mal das Item. Rutscht jetzt nicht runter, oder? Wenn ich da runterrutsche, bin ich beleidigt. Das wäre schlechtes Game Design. Okay. Ach so. Ja. Stopp, stopp. Ich mag das Geräusch, welches der Schnee unter meinen Füßen verursacht. Hm? Ja, guck mal, da komme ich. Kann ich die mit einer Fackel, kann ich die ja... Flecken? Ich komme jetzt mal und hau euch alle um. Hier sind irgendwelche Leute. Die schon wieder. Ne, ich lasse euch leben. Oh. Hui. Das sind aber viele Leute. Na gut. Wieso holen wir einen ran? Bloßen Faust eingegeben habe. Wenn ich jetzt der tolle kommt, kommt der mir in den Rücken geboxt. Ich habe original wieder Faust eingegeben. Warum? Um seinen Kollegen direkt zu zeigen, dass mir das völlig latt ist, dass sie da sind, weil ich die eh platt mache. Oder ab! Vereist. Ich hab mich vereist, original. Aber es ist nicht nett. Au. Versteck mich hier in der Brunnen. Vielleicht sollte ich gleich mal so einen Anti-Eis-Ring bekretten, wenn ich sowas hab. Du Arschgesicht. Eisgesicht. Arsch-Eisgesicht. Vielleicht macht das Sinn. Man sieht mal so ein. Oh, hier ist was drin. Das sehe ich doch. Ein Blutfleck? Komm ich da ran? Was ist das? Kann man die hier mit der Fackel einfach alle so zum Schmelzen bringen, die Sachen? Jetzt bin ich aber neugierig geworden. So, erstmal gucke ich jetzt.
ob ich so einen Antifrostring habe. Ist ja doch recht kalt. Magische. Nee, ne. Gift, Finster, Blitz. Ist überhaupt gar sowas wie Eis, gibt es ja gar nicht. Ist das dann eher Magie oder was? Ist Magieabwehr? Könnte sein, ne? Aber ist ja Quatsch, jetzt zu spekulieren. Das weiß ich ja alles nicht. Nun. Stattdessen werde ich mir mal jetzt meine Fackel ausrüsten. Einfach nur, weil ich neugierig bin. Wo waren denn nochmal meine Schmetterlinge? Da. Hallo? Nichts verarschen? Bin ich ausgerüstet? Deswegen wahrscheinlich. War ich so doof gerade? Muss ich die hier ausrüsten? Wir waren das noch gleich. Warte mal. Wieso hat er denn jetzt die Fackel nicht genommen? Ist die erloschen? Weil zu kalt ist? Oder was? Ja, wie bin ich gerade total bescheuert? Muss ich eine Fackel... Wie war denn das nochmal? Ich muss sie doch nicht in die Hand nehmen, oder? Ich muss doch keine Fackel in die Hand nehmen. Das hat er doch immer so gemacht. Oder bin ich gerade mega dumm? Hä? Wie war denn das nochmal? Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay. Ich probiere es mal beim nächsten Bonfire. Schwende jetzt nicht nochmal ein. Das finde ich jetzt komisch. Da lauert einer um die Ecke, das heißt, dass er will mich anlocken, das heißt, hier sind noch mehr. Ah ja, das ist ja wie ihr funktioniert hier. Schweine besichtigen. Au, hör mal jetzt auf. Was mit lustig? Eine blaue Blüte, die wollte ich haben. Blaublütig ist die wahrscheinlich dann. Versteht ihr? So, wo ist denn? Da oben ist der nächste Johnny. Für dich lasse ich in Frieden. Nur deine Schergen, wenn sie überhaupt zu dir gehören, nur die kriegen einen ab. Ich wiege auch irgendwie viel, wenn ich so vereist bin, dann klatsch ich wirklich auf den Boden. Ah, ich spare mir mal, ich nehme mal so einen Lebens-Johnny. So, die Holde Maid, du darfst da sitzen bleiben. Also machst du da einen hässlichen Wucherpilz über? Okay. Ah. Was haben wir denn hier? Was hat er denn hier bewacht? Der muss ja irgendwas bewacht haben. Da ist jetzt noch so eine Holde Maid. Ich lasse die Maids mal alle schön in Frieden hier. Ich werde hier keine Aggression beginnen. Aber ich werde mich verlaufen. Aber sowas von. Wiese? Alte deines Amtes. Schaffe ich das? Ja. Oh, das Schild ist natürlich bist. Habt ihr das gesehen? Wie rasend die waren? Direkt die ganzen Kisten hier zerstört in ihrer rasenden Wut. Komm hier. Oh, ist der sauer. Oh, Hundemann. Erstmal der Hundemann. Die sehen, wie ich im Kampf umgeswitcht bin. Ich wusste, der Hundemann ist so schnell. Wenn der erstmal losspringt, dann. So, was? Einzelkampf? Kommt zum Einzelkampf. Was haben wir denn hier?
haben wir hier? Erstmal alles aufmachen, ne? Könnte die Abkürzung sein. Oh. Ist das ein Bonfire? Nee, scheiße. Aber. Wie machen wir das mal? Aha. Feuer! Irgendwie hat ihn das nicht beeindruckt. Ich hatte gehofft, das wäre ein Bonfire. Das ist aber nicht. Da sitzt wieder so eine Dame. Ich lasse dich da mal sitzen. Eines Tages. Ja, ist direkt ausgegangen, die Fackel. Ja, ja, okay. Das ist die Bestätigung, auf die ich gewartet habe. Alter, wer bist du denn? Der ist ja jetzt schon hier Stufe 4 Vereisung. Der hat den richtigen Eispanzer. Gelobet sei die Sonne. Ja, die sieht man ja hier nicht mehr. Die soll mal ihren Job machen, die Sonne. Und das dann mal so ein bisschen auftauen. Die Leute sind alle so unterkühlt hier. Also, ist hier? Schatz und dann Schatz. Glaubt ihr kein Wort. Also natürlich kann ich mich hier droppen lassen. Das sieht auch ein bisschen schatzig aus da hinten. Aber ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn ich mich jetzt hier droppen lasse, dann weiß ich auch nicht mehr, wie ich wieder zurückkomme. Aber es hat ja wohl sicherlich einen Grund, weshalb hier eine Mauer offen ist. Und da hinten liegt so ein Typ. Soll ich das mal machen? Komm. Die Neugier siegt. Aber für alle Fälle mache ich mal hier den hier. Wird wahrscheinlich alles glatt gehen. Hier wird mich ja sicherlich keiner betrügen. Ich kann auch die Entfernung natürlich jetzt relativ schlecht abschätzen. Wenn alles weiß ist. Wo war jetzt mein Stärkering? Normalen Schuhe bitte an. Okay. Was habe ich denn hier? Knapp. Osteramulett. Ich weiß selbstverständlich nicht, was das macht. Oh, da ist wieder eine holde Maid. Also da sitzen wirklich viele von den Maids hier so herum. Und Clownring. Vielleicht haben die hier auch irgendwas hiermit zu tun. Vielleicht wird durch ihr anhaltendes Gebet der Frost überhaupt erst ermöglicht. Vielleicht sollte ich sie einfach alle platt machen, auf das dann der Frost schwindet. Niemand weiß das. Was da wirklich hintersteckt. Was habe ich jetzt hier bekommen? Den da. Erhöht Finsternisangriff. Habe ich ja nicht. War ich nicht eben schon? Naja, hier war ich schon. Gut. So, das war ja die Tür, ne? Dann gehen wir jetzt durch die andere Tür. Na, Luise, mach mal. Bitte dich. Ja, mein Ausdauermanagement muss ich ein bisschen besser in die Reihe kriegen. Das ist mein Gefühl. Oh, was brüllt. Was schießt. Hä? Ah, da hinten ist er. Und du komm doch du zu mir. Lauf da nicht rein, es wartet wieder hinterrücks irgendwas. Kommst du?
Habe ich dich jetzt getriggert? Nee. Na gut, dann komm ich. So. Ah, der schnitzelt auch! Auf zu schnitzeln, so. Was machen die da? Warum sitzen die da rum? Nicht, dass am Ende rauskommt, ich hätte sie doch alle platt machen müssen. Das wäre natürlich dann jetzt für mich nicht so schön. Oh, hallo. Der ist ja so ganz komisch tätowiert. Dass der nicht friert. Das ist doch bestimmt... Friert er doch. Schade, ich dachte, weil hier eine Nachricht steht. Na, was haben wir hier? Geht das runter? Hier für eine Höhle. Ach, wäre schön, vor ich könnte hier anzünden. Das wäre einfach. Ist das eine Tür? Eine Tür. Muss ich die alle anzünden? Und wenn ich die alle angezündet habe, dann geht die Tür auf. Ist das richtig? Das Problem ist nur, die Fackel geht ja sofort aus. Oder bleibt die hier? Ist das so eine Art Senke? Ich wusste es doch. Ich habe es wahrscheinlich richtig geraten. Ich probiere mal, ob die hier anbleibt, weil hier so ein bisschen, das sieht aus wie so ein windstiller Korridor oder sowas. Ich probiere es mal. Vielleicht bleibt das ja. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ja. Nee. Shit. Sind die? Muss ich hier irgendwie, irgendwas muss ich hier machen. So eine Fackel, ja, ich hab keine Fackel. Das weiß ich doch. Ich weiß doch, dass es hier gefackelt werden muss. Aber wenn meine Fackel doch sofort ausgeht. Verstehen Sie das denn nicht? Oder habe ich irgendwas übersehen? Wo war jetzt nochmal dieses... Muss ich erst was anderes machen. Alter Schwede! Da ist das Bonfire. Mega gut. Okay, da ist das Bonfire. Oh ja, hier komme ich her. Nee, hey, warte mal. Da kam ich doch her, oder nicht? Den hatte ich schon platt gemacht. So war das. Genau, den hatte ich platt gemacht. Dann habe ich hier... Oder gelunzt? Ja, und da bin ich nicht weitergegangen. Was im Nachhinein gut war, weil dadurch habe ich jetzt das Bonfire entdeckt. Wie spät ist es denn? Ich glaube, es ist exakt auch Zeit aufzuhören, so. Relativ exakt. Also ich zünde mal das Leuchtfeuer, aber ich mache nichts Neues. Vielleicht euch beide nochmal. Ihr so scheiße seid. Oh, das ist eine Riesenkeule! Ah, hier auch eine Riesenkeule. Eieiei, ey. Wie hältst du dich denn? Und du? Du bist auch Ärger. Lebt noch. Guck mal her. Okay. Naja. Ist hier irgendwas? Falle? Wie Falle? Da geht's. Lang. Der schießt wieder irgendwelche Kacke auf mich. Über die Holden Mites. Ja, also wir haben jetzt nicht die Zeit. Großartig
weiterzuspielen. Deswegen glaube ich mal. Entschuldigen Sie bitte, was ist das denn? Ich wollte gerade sagen, ey. Was macht der denn da? Aber ich komme hier auch nicht mehr hoch, leider. Deswegen stelle ich mich jetzt hier mal hin. Und ich werde natürlich jetzt an dieser Stelle nicht nochmal reisen, sondern ich mache jetzt hier aus, so wie es ist. Damit die ganzen Gegner nicht wieder am Leben sind hier. Denn ich weiß ja überhaupt nicht genau, wie ich das einzuschätzen habe. Ich habe noch 8 Flakons, das reicht. Ich muss sie jetzt nicht auffüllen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bislang ist ja noch relativ okay, so, lieber Denzelmann. Du hast mir ja gesagt, deinen vollsten Respekt gewinne ich, wenn ich dieses Add-on spiele. Aber ich vermute mal, das ist nur mein erster Vorgeschmack auf das, was noch auf mich wartet. Das war's für den Moment. Jetzt geht's wieder ein bisschen regelmäßiger weiter. Schreibt fleißig unter die Comments. Vielen Dank für eure Geduld. Das war Wilbald, das war Dark Souls. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.